Das Leben kann so schön sein, aber manchmal gibt es Dinge, von denen bekomme ich Albträume. Zum Beispiel Wahlkampfermüdung durch Untätigkeit. So muss man das wohl bezeichnen, was gerade mit den paar Wochen vor der kommenden Bundestagswahl passiert, wo eigentlich noch vor einem oder zwei Jahren alle gedacht haben, dass dies ein höchst politischer Sommer mit harten Auseinandersetzungen, neu entfachtem Feuer und Angst vor Rechtspopulisten wird. Entpuppt sich das Ganze erstmal als nur das, was man schon vor vier Jahren hatte. Dabei ging vor einiger Zeit noch die Angst um, können die anderen Parteien ihre Wähler motivieren, weil sonst die AfD mehr Stimmen bekommt. Dann war aber vor kurzem just diese Partei immer mehr in den Umfragen abgesackt. Und plötzlich waren alle wieder im Halbchill-Modus. Und wem nützt das? Richtig, der AfD. Die holt gerade wieder auf, ist nun immer wieder mal zweistellig, beziehungsweise auf Platz 3. Ich mag vielleicht ein Hundeleben führen, aber selbst ich weiß, dass ihr Menschen schleunigst mal den Sommer und den Ruhiggang hinter euch lassen müsst, sonst droht ein langer, kalter Winter.